Oh, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadion von mir. Heute sind wir in Münster. Heute fängt wieder die Liga an. Heute spielt Preußen Münster gegen Dynamo Dresden. Spitzenduell, Zweiter gegen Vierter. Ich freue mich echt unheimlich auf das Spiel. Ja moin, was ist denn das? Mobile Videobeobachtung. Da sind ganz viele Kameras zu sehen. Die Stadt Münster gilt als Fahrradstadt. Und woran merkt man das? Man sieht hier ganz viele Fahrräder. Wahnsinn. Kleiner Fun Fact. Ich habe gelesen, dass in Münster mehr Fahrräder gibt als Einwohner. Das ist der Stadtplan von Münster. Und es gibt hier viel zu sehen. Das hier ist anscheinend die Promenade in Münster. Der grüne Ring umkreist die Altstadt Münster. Aber es dauert noch ein bisschen, bis die Blätter grün werden. So sieht es normalerweise aus. Finde ich voll schön. Und jetzt gehen wir in die Stadtmitte. Vor uns ist ein sehr großes Einkaufszentrum. Und das hier ist die Shoppingstraße. Hier kannst du shoppen ohne Ende. Komm, werfen wir mal kurz einen Blick rein. Ja klar, Fahrräder verboten. Wow, riesig und modern. Wirklich sehr schick hier. Und guck mal, was man hier kaufen kann. Ein Tesla in dem Einkaufszentrum. Ha, geil. Das ist so verrückt. Der Kontrast auf einmal. Ha, was haben wir für uns? Kunstmuseum Picasso Münster. Willkommen in der Altstadt von Münster. Wenn ich aus der Kirche rauslaufe, ist das meine Sicht. Wahnsinn. Schöne Straßenmusik. Und hinter mir ist das Münster in Münster. Wahnsinn, diese Stadt ist einfach so schön. Ich habe keine Worte. Was soll ich dazu sagen? Die Altstadt ist wunderschön. Es gibt überall was zu sehen. Da gibt es was zu sehen. Da vorne gibt es was zu sehen. Auf der Seite. Herrlich, oder? Und das ist auch super gemacht. Für Blinde, eine Schrift für Blinde. Nicht nur da, sondern in jeder Straße steht irgendwas. Hier haben sie wirklich sehr gut gemacht. Diese Stadt steckt voller Überraschung. Ha, was haben wir denn hier auf einmal wieder? Unglaublich. Die nächste Überraschung ist für uns Wahnsinn. Das ist der St. Paulus Dom. Es macht Spaß, die Stadt zu erkunden. Gegenüber vom Dom gibt es ein Priesterseminar. Wirklich Spaß, die Stadt zu erkunden. Schaut euch das nur an. Die Häuser aus Ziegelsteinen und dann noch die Kirche. So ein schönes Bild hier in Münster. Und jetzt besuchen wir das Schloss Münster. Das befindet sich gleich vor der Kirche. Da ganz hinten, seht ihr das? Sehr schön. Das ist der Stadtplan von Münster. Und hier alles für Blinde beschriftet. Top, top, top. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Mein Kaffee mit Blick auf die Kirche. Herrlich. Auf das Spitzenduell. Der Kontrast ist wirklich krass. Da vorne sieht es aus wie in Niederlande. Aber hier sieht es so aus wie in Frankreich, oder? Wie in Paris. Ich sage es immer und immer wieder. Deutschland früher sah einfach viel schöner aus. Gott sei Dank ist noch einiges erhalten. Und dieser Vibe. Hier so sitzen, einen Kaffee zu trinken und diese wunderschöne Aussicht zu genießen. Ich bin wirklich positiv überrascht von der Stadt. Schaut euch nur meinen Hintergrund an. Wahnsinn. Jetzt gehen wir was essen. Jetzt bin ich außerhalb von der Stadt. Das ist das wahre Deutschland. Leider. Das soll der beste Döner in ganz NRW sein. Kulti Kebab. Probieren wir den. Okay. Wow. Selbstgemachter Spieß. Cooles Bild hier. Das ist mein Döner. Kalb und Hähnchenfleisch gemischt. Konnte mich nicht entscheiden, also gemischt. Super Döner. Jetzt gehen wir ins Stadion mit dem E-Scooter. Navigation befestigt. Ankunftszeit in 12 Minuten. Auf geht's. Ja, hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Das Stadion liegt wirklich außerhalb von der Stadt. Nur Industriegebiet hier. E-Scooter ist geparkt. Und
Da vorne ist das Stadion. Da sieht man schon ein Flutlicht. Ich bin das erste Mal hier an der Hafenstraße bei Preußen Münster. Ich freue mich sehr, gleich das Preußenstadion betreten zu dürfen. Da ist der Eingang und vor dem Eingang kann man sich ja noch Tagesticket holen. Wahnsinn, richtig oldschool. Platz des SCP. Das Preußenstadion hat viel Tradition. Es wurde im Jahr 1926 eröffnet. Und ich wollte schon immer das Preußenstadion besuchen, bevor es umgebaut wird. So soll das neue Stadion von Preußen Münster aussehen. Ich finde es schrecklich. Sieht irgendwie aus wie das Stadion von Regensburg. Ach, naja. Allee SCP. Gleich hier neben das Stadion ist das Trainingsgelände von SCP. Und gleich hier vorm Stadion gibt es wieder einen Trainingsplatz. Aber das ist Kunstrasen. Und da vorne ist der Bus von Dynamo Dresden. Da vorne ist mein Eingang. Ich musste einmal komplett außen rum. Und seht ihr das? Der Umbau hat begonnen. So ein traditionelles Stadion wird einfach umgebaut. So, seid ihr bereit? Tada! Beeindruckend! Mein Platz für heute. Da vorne ist der Gästeblock und die Kurve von Preußen Münster ist da vorne. In diesem Stadion passen 12.000 Zuschauer rein. Und ich weiß noch, ich habe eine Dokumentation angeschaut. Da hat Preußen Münster gegen Borussia Dortmund gespielt. Und in diesem Stadion waren 34.000 Zuschauer. Preußen! Nummer 9 heißt Johnny! Und Nummer 15, Simon! Es gibt nur eine Anzeigetafel hier im Stadion, und zwar da vorne. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. In dem Sinne, auf ein geiles, unterhaltsames Fußballspiel. Dynamo Dresden in Gelb von links nach rechts. Wow. Wahnsinn! Und gleich links neben mir zwei Spieler von Dynamo Dresden. In dem Gästeblock passen 1200 Gästefans rein. Falls es regnet, ist die Kurve da vorne komplett nass. Davon ist nichts überdacht. Oh, was für eine Parade! Erste gefährliche Aktion in diesem Spiel, 13. Minute. Wir haben die 20. Spielminute. Hier passiert spielerisch nicht so viel. Ich dachte, der Ball geht direkt rein. Aber bis jetzt ist es wirklich ein sehr langweiliges Spiel. Also wirklich so eine schlechte Variante. Ich weiß nicht warum, aber Dynamo Dresden spielt seit der Rückrunde richtig schlechten Fußball. Das Lebenszeichen von Preußen Münster in der 34. Minute. Mach mal, red die ordentlich hier. In 5 Minuten ist Halbzeit. Dynamo Dresden ist die bessere Mannschaft, aber trotzdem ist es bis jetzt ein sehr langweiliges Spiel. Boah, was für eine Parade! Es ist Halbzeit. 0 zu 0.
wirklich ein Trotten. Der Halbzeitstand. Zu viele Fehlpässe. Ich hoffe, in der zweiten Hälfte geht es besser. In dem Sinne, viel Spaß. Und da ist einfach ein grüner Rauch. Warum eigentlich? Einfach so, oder? Blitztabelle. Dynamo Dresdens dritter Platz. So wird das nicht mit dem Aufstieg. So wie sie gerade spielen, wird es schlecht. Seit der Rückrunde einfach schlecht. Zweite Hälfte, auf geht's. Ich will Tore sehen. Wir alle wollen Tore sehen. Ja. 1200 Fans im Gästeblock. Und so eine geniale Stimmung. Wahnsinn. Gefährlicher Angriff, aber schlecht. Oh, doch, heiß. Der Ball ist doch heiß. Ey, was macht Dynamo da? Abgefälscht. Die Kurve brennt. Grün-Schwarz. Spielminute für unseren SC Preußen. Münster! Preußen! Münster! Preußen! Münster! Deutschland haben wir hier in Nummer 23. Münster! Eins! Danke! Bitte! 52. Minute, 1-0. Boah, stark! Oh mein Gott! Die zweite Hälfte ist auf jeden Fall viel besser als die erste. In der 61. Minute. Konzentration Dynamo, sehr schön gespielt, aber schlechter Abschluss. Boah, Nummer 2, der ist sehr stark. Park heißt der. Preußenstadion ist ausverkauft. Oh mein Gott, Dynamo, echt absolut schlecht. Bei Dresden fehlt einfach der nächste Pass, der nächste Abschluss. Oh, die kommt sehr gut. Oh, wieder der nächste Abschluss hat gefehlt. Ich ziehe mein Hut vor Preußen Münster ab. Von der Regionalliga in die dritte Liga, ganz weit oben. Wahnsinn, Fußballmärchen. SSV Ulm, genau dasselbe. Noch viele Minuten plus Nachspielzeit, dann ist vorbei. Bei Dynamo Dresden klappt einfach nichts. Und das seit der Rückrunde. So wird das nichts mit dem Aufstieg, wenn die Konkurrenz punktet. 4 Minuten Nachspielzeit. Geburtstagskind schießt. Mein Gott, direkt in die Mauer. Dynamo wird den Aufstieg verspielen. Wirklich, so wie sie spielen. Es geht nicht. Oh, Preußen, Stimmung ist da. Nächste Aktion. Oh. Oh, was für eine wichtige Parade. Mach das 1-1. Wow. Konzentration beim Flanken. Oh, wo ist der Ball? Ich sehe den nicht. Ich sehe den Ball nicht. Verdammt. Das war's. Fertig. Heute Münster gewinnt zu Hause 1-0. Die Konkurrenz punktet. Danke!
aktuelle Blitztabelle. Dynamo Dresden, 4. Platz. So wird das nicht mit dem Aufstieg. Wahnsinn. Und Preußen auf 2. Vor dem ziehe ich mein Hut ab. SSV Ulm auch. Hut ab. Respekt. Von der Regionalliga bis ganz nach oben. 3. Liga. Respekt. Chapeau. Spielerisch war Dynamo eigentlich gut. Nur das Tor hat gefehlt. Oh, was ist denn da los? Ja, moin. Nochmal hallo. Wahnsinn! Diese ganze Tribüne hat mitgemacht. Es war sehr cool hier im Preußenstadion. Dieses Stadion hat mir so Oldschool-Feeling gegeben. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao!